Ja, wir sind ja im Moment in intensiven Verhandlungen mit dem Unternehmen, wenn es um die Auslastungsthemen bei Audi derzeit mit geht. Wir sind hier auf einem sehr konstruktiven Weg mit unterwegs und ich habe es gerade in der Seniorenversammlung gesagt, mir ist es wichtig, dass die Menschen bei Audi, aber auch die Menschen in der Region wissen, keiner bei Audi muss um seinen Arbeitsplatz bangen. Die Arbeitsplätze sind insoweit sicher und wir werden darum kämpfen, dass hier auch nichts passiert.